Herzlich willkommen zur 66. Folge Factorio Pyandron mit dem Felix. Der da. Oh, was macht denn der Felix da schönes? Moment. Das kann ich mal da rausnehmen. Hast du noch deinen Schrott dazu, oder wie? Ja, ich habe auch noch so viel Erz für mich da gehabt. Sag mal, wie viel Kohlenwasserstoff verbraucht das Ding hier? 200 oder 100 pro Sekunde. Ich glaube, da kann noch deutlich, deutlich mehr drauf. Na gut, ich gucke jetzt erstmal, wenn jetzt die, die botanischen Gärten jetzt hier stehen. Wie das dann... passt. Botanischen Gärten jetzt alle. Herr Monkemann, moin moin. Aber irgendwie sieht das, wenn ich mir so das Holzfließband hier angucke, noch nicht wirklich viel besser aus. Da könnte echt noch deutlich mehr kommen. Wenn ich mir den Platz, den wir haben, angucken, denke ich mir, es wird langsam eng. Ne? Ja gut, wir haben hier vorne noch ein bisschen was hier. Aber... ja, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich an das Feld hier vorne mehr oder weniger ran muss. Muss Zinn haben. Ich brauche ja mehr Zinn für diese tolle Forschungs Ding da. Dann müsst ihr versuchen, an das hier ranzukommen. Weil da hätten wir, glaube ich, sogar noch eine Chance. Na, oder an das da dran, aber. Wo ist das da? Ja, gut, oder an das weiter da. Links. Neben dem Kupfer weiter links, was wir angeschlossen haben schon. So ein Auto oder sowas hatten wir noch nicht gehabt, ne? Nein. Ich bin froh sein, wenn das Eisenfeld nur aus der Mitte der Basis raus ist. Wie viel ist denn, wo ist denn das Eisenfeld? Direkt was? Neben mir. Ja, dann können wir da zumindest schon mal dann ein bisschen mehr Quarz. Ah, ne, das ist Borax, das ist gar kein Quarz. Was ist denn das hier unten? Das sind Steine? Ja, das sind Steine. Das ist aber auch nicht wirklich viel, was da rausgeht, ne? Wo gehen die Steine denn hin? Ach, da oben zu dem komischen Zeug. Ha. Was ist das hier mitten im Wald noch? Ach, so eine Kohlereserve. Mhm. Die sind ja aber... vollkommen egal, so. Also, ich glaube nicht, dass wir einmal hier eine Kohlereserve benutzen werden, um ganz ehrlich zu sein. Also, beziehungsweise Rockkohle überhaupt wieder gefühlt abbauen werden. Wir haben ja das in Anführungsstrichen Luxusproblem, dass wir aus Holz einfach Kohle und Rockkohle und alles herstellen können, so.
Ja. Gefühlt. Frage ist halt actually nur, ob wir mit roter Munition gegen die blauen Viecher ankommen. Gut, das werden wir sehen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich mal gucke, ob wir unten ans Zinnfeld ankommen. Also ich sag's mal so, wie es ist, wenn wir die Fe wenn wir das Nest, wenn ich oben zu dem Nest schon sage, glaube ich, schaffen wir nicht, glaube ich, dass wir das bei dem da unten auch nicht schaffen werden. Und beim besten Willen auf jeden Fall schon mal nicht alleine. Wir sollten aber definitiv den tollen Auffüllmod von den Türmen und so weiter reinnehmen. Ja, das nochmal machen wir in der nächsten Folge. Weil mit dem könnte es möglich sein, wenn wir massivst viele Türme spammen, aber die Erfahrung ist aktuell ja mit der gelben Munition, dass das die blauen Viecher gar nicht juckt. Da hatte ich ja, was weiß ich, 30 Türme das letzte Mal gegen ein Viech und alle waren am Ende ohne Munition. Das Viech war eins umgekippt von drei oder so. Dann sollten wir vielleicht mal, ich werde mal unsere Türme mal von 2 auf 10 Stacks mal erweitern. Ja. Und wir sollten dann, wenn wir mit Mauern durch sind, haben wir eigentlich zwei Optionen, die wir gehen können, glaube ich. Wir sollten definitiv in Richtung Option Militär gehen. Das war Option 1, ja. Andere Option gibt es nicht. Nicht wirklich, ja, aber die geht mit Militär Hand in Hand, mehr oder weniger. Züge. Ja, dann mach mal Züge rein. Wo sind denn Ah, die Züge? Frage ist halt, ja, Lokomotive halt, ne? Dann wäre das für Komm. uns Logistik 2 und damit mal schalten wir ja Eisenbahn und sowas alles frei. Richtig. Was kostet das Ding? Oh, dann haben wir wieder 10k Forschung. Das ist das einzige Problem, dass die arschteuer ist. Die Fließbänder, aber die Züge, die beiden, die wir brauchen, sagen wir es jetzt einfach mal so. Weil Signale, sag ich jetzt mal, ist nicht so was, was wir brauchen, so direkt am Anfang. Zumindest erstmal nicht genau. Das sind 3,57, das geht noch. Ja, plus Haltestellen halt, also 7,5 insgesamt. Also brauchen wir 17.500 für Züge fertig von beiden. Gut, das heißt, nach Züge können wir noch mal irgendeine rote Forschung reinpacken. Aber ich werde jetzt trotzdem mal ganz kurz, weil wir bräuchten ja dann theoretisch nur, ja, was heißt nur, die, ja, die sollten da schon weg. Eigentlich muss nur das weg. Weil wir können das gleiche machen wie bei Kupfer. Mit Moondrops außen rum, dann hast du auch mehr Methan, was du ja brauchst. Ich gucke mal, das Muss man Nest halt nur ein jetzt. bisschen großflächiger machen halt. Aber ich komme schon mal in deine Richtung, dann kann ich gleich deine Leiche helfen, die uns zu holen. Das ist super. Wann kommt mal irgendwas Brauchbares zum Kämpfen? Rote Munition ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Oh oh, oh oh. Ich laufe mal. Weißt du jetzt, was ich meinte? Ich hoffe, die laufen jetzt nicht weiter. Ich muss mal hier weg.
hoffe, die machen das nur da kaputt. Erstmal sieht's dann raus, ja. Jetzt weißt du aber, was ich meinte, ne? Okay, wir brauchen definitiv massenhaft an Türme. Also ich sag's mal so, wie es ist. Theoretisch gesehen sollte die Taktik einer Shotgun ins Nest rein und der andere lenkt die Viecher ab und läuft halt rum mit denen funktionieren. Das funktioniert nicht bei Blauen, weil das Problem ist, die Blauen machen 46 km/h. Ja, das ist ja egal, dann stirbt halt der eine, aber das sollte ja irgendwo hin mit weglaufen zu den Viechern. Im besten Fall halt nicht Richtung Basis, aber weg von dem Nest halt und dann kann er verrecken, ist ja scheißegal. Die Viecher laufen ja weg zu dem anderen Nest später, wenn es weg ist von denen. Da muss ja nur so lange mit Fischen überleben, dass der andere mit der Shotgun das Nest einmal auseinandergepflückt hat. Im besten Fall ohne von dem Speierviechwurm da weggepfeffert zu werden. Aber das ist, glaube ich, die einzige Strategie, mit der man da überhaupt eine Chance hat, dran zu gehen. Weil die Viecher brauchst du nicht anfangen an zu abschießen. Da brauchst du 100 Magazine für ein blaues Viech und 200 Türme. Ja, das ist teuer. Das heißt, wir könnten oder wir müssen eigentlich warten, bis wir Militär 2 haben. Ne, ist Militär 3, ne? Ne, Militär 2. Militär 2. Ja. Gut, das heißt, ja, was mache ich denn jetzt zwischenzeitlich? Du sagtest mehr Teer, ne? Ja. Drilling Fluid. Sand, Sediment, Lehm. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal da ein bisschen ran. Wo hast du die Anlage hingebracht? Das war die Anlage, die ja Sand macht, ne? Das Ganze hinten, unten links, ja. Wascheinrichtung. Also brauche ich einen Sedimentextraktor, ich brauche so eine Pumpjacks. Ich habe mal so eine blöde Frage an dich. Ja. Was ist für dich der Grund für einen hohen Forschungsfaktor? Die Ressourcen, die wir dafür ausgeben oder die Zeit, die es brauchst, um zu forschen? Oder Mixmax aus beiden, der auch dafür sorgt, dass die Viecher stärker werden? Ja, so ungefähr. Ich habe mir den Forschungsfaktor nicht ausgesucht. Ja, das war auch nicht darauf bezogen, ob der Forschungsfaktor nicht niedriger besser gewesen wäre, sondern was die Challenge für dich daran ist. Die Zeit, die wir warten müssen, oder die Ressourcen, die da reingehen. Ja, eigentlich beides. Alter. Weil es im Endeffekt einfach nur noch jetzt ist, wir warten jetzt 30 Stunden, bis wir irgendwas machen können. Basically. Nö, wir machen jetzt, wir bauen jetzt schon mal Teer aus. Es bringt ja nichts, wenn wir es in 3 Folgen wieder abreißen, so gefühlt, wenn dann irgendwann mal Züge durch sind. Und wir die Viecher im besten Fall töten können. Ja, dann müssen wir mal gucken. Oder wir bauen jetzt hier diese. Willst du hinten nochmal eine Anlage mit Dings hinbauen? Hier so zwischen rein? Was ist jetzt Dings? Wie halt, oh, ich weiß noch nicht, wie die heißen. Moondrops? Dass wir mehr Methan bekommen. Das habe ich nicht aufgepasst, verdammte Axt. Moondrop. Wo brauchen wir denn genau mehr Methan? Da. Aber aktuell arbeiten noch. Nicht ganz, die untere Reihe nicht, ne? Die unteren beiden Reihen nicht, genau. Ja, aber die ganz unterste Reihe würde auch mit mehr Methan nicht arbeiten, weil da Kohle bla 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 reingeht oder sowas. Ja gut, aber dann könnten wir die auch umstellen auf Methan. Das war ja der grundsätzliche Gedanke dahinter, dass eigentlich alles auf Methan anläuft. Weil mit Kohlegas haben wir jetzt ja mittlerweile deutlich bessere Möglichkeiten. Weil daraus machen wir mittlerweile Strom. V
Vor allem würde unten auch mal unsere Kristallmine da unten mal Vollgas arbeiten. Und wir kriegen dort mal ein bisschen mehr Platz rein. Hast du irgendwo diese Dampfkessel-Dinger automatisiert? Okay. Dampfmaschine. Alles klar. Die Frage hat sich da. Ich ziehe die Frage zurück. Na dann. Hat sich hier übrig, oder wie? Genau, vielleicht. Kommt drauf an, was du machen wolltest. Ja, ohne Übergabe ist ein bisschen schwer und so, ne? Oh, wir hatten hier nur Handcrafting reingepackt, ey. Lass mich kurz suchen. Die Flaschen sind jetzt schon zu wenig, weil zu wenig Glas kommt. Und an Glas braucht man Moondrops. Deswegen daran sitzen wir gerade. Danke. Weil das Glas läuft halt hier über Methan. Methan kriegen wir durch diese Moondrops. Und wenn die hier noch mehr Glas machen würden, dann können da und dann können wir mehr Forschungsflaschen und dann passt das alles wieder. Hoffentlich. Und ich weiß genau, was gleich wieder passiert. Ich quäle mich jetzt gleich und ja, eigentlich muss das Felix machen. Muss ich machen? Du bist doch hier unser Moondrop-Spezialitäten, Mann. Na dann. Die Frage ist, ob wir die. Ja, das ist für eine Methanleitung. Deshalb wolltest du die da machen, ne? Erstmal ist da eine Methanleitung. Und zweitens da hinten, das ist eins, wo wir noch ein bisschen Platz haben. Naja, man kann halt theoretisch gesehen aber überall da, wo schon Moondrops stehen, auf sowohl die Wasserseite als auch auf die Methanseite theoretisch gesehen noch Moondrops ranpacken. Und dann kannst du es auch hier machen. Da noch eine Reihe hoch. Naja, ich kann da machen, ich kann es aber auch da machen, da hätte ich auch theoretisch noch Platz. Und da passen auch noch ein paar drunter. Und um die Erzfelder sowieso, da ist ja eh Platz. Ja gut, dann muss man halt mal gucken, wo es am sinnvollsten ist. Wie viel produziert ein so ein Moondrop? Frage, nächste Frage. Ja, warte es noch kurz, dann kannst du noch 10 mitnehmen. Ich bin nur an den Rand gelaufen, um ins Rezept zu gucken. Achso. Wir produzieren 1,5 Methan die Sekunde. Hast du jetzt alle gegeben? Ja, für mehr ist im Moment nicht da. Ich muss dann erst noch Glas holen wieder und solche Geschichten. Aber Toll. dann kann ich hier oben bei Glas nochmal das Kohlegas schon mal abklemmen.
glaube, es ist aber aktuell vollkommen egal, wo wir das aufbauen. Vermutlich. Weil wir haben aktuell ja keinen Ort, wo wir große Probleme haben, was Umweltverschmutzung angeht. Nicht so wirklich. Wir eigentlich geguckt, wie stark die Viecher waren ganz am Anfang, also wo wir das erste Mal eine Waffe hatten. Nee. Weil das wäre ja der einzige Zeitpunkt, glaube ich, gewesen, wo wir sie besiegen hätten können. So, zerkleinertes Quarz, Kugel, Backenbrecher und Kugelmühle. Haben wir Backenbrecher und Kugelmühle schon? Habe ich glaube ich 9 Stück oder so im Inventar, weil ich eigentlich Eisen aufbauen wollte und festgestellt habe, das Rezept gar nicht. Und Kugelmühle haben wir auch, das heißt, ich kann ja schon mal Backenbrecher und Kugelmühlen bauen. Ja, dann kommt auch an, wie viele Backenbrecher du brauchst, ne? Also 9 Stück kann ich wie gesagt anbieten, die habe ich schon. Weil ich denke mal, dann kann es so oder so sein, dass wir deutlich weniger Methan brauchen. Das zerkleinerte Quarzzeug und sowas. Sag's mal so, wie es ist. Ja, wir werden vermutlich weniger brauchen, um die gleiche Menge zu produzieren, aber ich gehe davon aus, dass wir. Ich hab's jetzt nicht ausgerechnet, was du da hinten an Glasflaschen brauchst, aber ich gehe mal davon aus, wir brauchen mindestens noch ein zweites von den Glasteilen da. Ja, okay, das kann man fast behaupten, ja, doch. Und du sagtest, du hattest 10 Stück Backenbrecher? Ich habe 9. Aber ich glaube, irgendwo flog auch noch einer rum, aber ich bin nicht 100% sicher, was das angeht. Gut, dann baue ich jetzt erstmal den Feierabend und dann gucken wir mal weiter. Na dann. Genau. Kugelmühle. Ja, dann würde ich sagen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.